Oh, was soll ich euch sagen? Hallihallo, liebe Elfenfreunde. Ich freue mich riesig. Heute ist Tag des Paketes, Ankommen, keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Eben kam die Scrapbook-Werkstatt, darunter noch das Paket vom Design-Team und das möchte ich jetzt noch mit euch zusammen aufmachen. Es wird sehr weihnachtlich und ich explodiere schon fast. Ja. Wollen wir mit dem Papier anfangen? Oder wollen wir mit Spannung? Mit was wollen wir machen? Ich fange mal hiermit an. Oh, ich sehe schon was. Oh, mein Herz. Also, als erstes sind hier Glöckchen drin. Glöckchen gehen ja immer. Klasse. Und jetzt, oh, die sind ja wohl mal. Guckt euch diese Teile an. Die sind von Paper Mania, von Dogcraft. Nein. Oh, die sind total genial. Hier, Lichterkette. Hammer, 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 Hammer. Ich sehe schon direkt eine Karte vor mir. Ein Weihnachtsbaum mit den kleinen Kettchen, mit der Lichterkette drum. Kleine Tierchen, die vorm Weihnachtsbaum sitzen, natürlich selbst koloriert. Ich verrate nicht zu viel. Einen süßen kleinen Kalender, komplett fürs nächste Jahr. Es ist auch total niedlich. Happy, happy, was für die Nervennahrung wieder. Schokolade. Ich glaube, die wird mir schnibitzt. Dann haben wir einmal Paillettenband in Silber. Steht nicht drauf, von wem das ist. Dann einmal von Dogcraft Glitzersteinchen. Die sind so Champagner, würde ich sagen. Oh, sind sogar zwei. So Champagnergold. Ja. Doilies. Oh. Oh. Ja. Dann haben wir etwas Herbstliches. Pepper Basics macht ja Stempel selber. Und sie hatte welche fertig gemacht und hatte uns gefragt, welche wir denn toll finden. Ja, wir haben hier zweimal Washi. So, als wenn man das Washi so abgerissen hat. Und zwar hier einmal mit Punkten und einmal mit Herzchen. Das waren meine Favoriten. Ja. Danke. Ich finde das, sie geht super auf uns ein und das ist einfach heftig. Also es ist ganz, 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 ganz dickes, fettes Lob. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Auspacken, große Augen machen, ausflippen. Und das auf Geschenke, das ist ja wohl total genial. Und ich sage ihm mal, das kannst du ja wirklich das ganze Jahr benutzen. Egal, was du verschenkst, das kann drauf. Auspacken, große Augen machen, ausflippen. Ja, finde ich total klasse. Und dann hat sie hier eine Stempelmatte. Da gibt es halt eben halt verschiedene Sachen drauf. So, also Herbst, jetzt geht's wieder los. Waldspaziergang? Ja, ich hab's rausgefunden. Herbstgrüße. Dann haben wir hier die Eichel, eine Wolke, würde ich mal sagen. Gummistiefel, Igel, Pilz. Dann haben wir Pilze sammeln. Ein Schiff, ich sag mal, es sind so
Können auch Pilze sein. Man könnte es dann natürlich auch als Blümchen nehmen, Blütenstängelchen, bunte Blätter und Schmuddelwetter. Bunte Blätter, Schmuddelwetter. Ja. Und hier ist noch ein Herbst. Ein Herbst, ach du Scheiße. Ein Fuchs. Ich bin völlig außer mir gerade. Ja. Man kann es natürlich jetzt so als Stempelplatte einmal, na, so nehmen. Hat sie übrigens auch noch mit Holz. Also dann ist das schon alles fertig. Sie weiß aber ja, dass ich nicht Holz haben wollte, sondern die eben halt unmontiert haben wollte. Ja. Danke, danke, danke dir. Petra, du hörst gut zu und das finde ich total toll. Die packe ich da mal wieder rein. So. Dann habe ich einmal hier. Die hier. Sind die nicht vom Action? Action? Kick? Nee, keine Ahnung. Gibt es die bei dir auch zu kaufen? Muss ich mal reingucken. Und dann haben wir hier wieder ein verdammt cooles Set zu Weihnachten. Die sind da alle drin. Ich lasse die da jetzt noch mal eben so drin. Könnt ihr alles sehen. Hier sind auch wieder die Lampignons, wollte ich gerade sagen, Lichterketten. Ja. Oh, ich muss jetzt demnächst, Halloween und Weihnachten und oh. Dann habe ich hier, ach, das sind Tüten. Richtig herbstlich. Ne? Das sind die normalen so Tüten. Einmal alles verschiedene Varianten. Vier Stück davon. Ne, könnt ihr sehen. Oh. Das sind die super süßen kleinen Pizzaschachteln. Die hat sie gerade neu im Job. Die sind wirklich, die sind so süß. Ich bastel mal eben mit euch eine zusammen. Also schwer ist das ja nun nicht. Einmal, zweimal, noch einmal. So. Mal gut. Guck mal, sind die nicht niedlich? So. Diese kleinen Pizzaschachteln. Sind die nicht niedlich? Die haben übrigens eine Größe von, ja, von 9 mal 9, gehe ich mal von aus. 9 mal 9. Aber die sind ja wohl sowas von niedlich. Da hat sie mir 1, 2, 3, 4, 5 Stück von eingepackt. Ja, und da kann man ja nun wirklich alles mitmachen. So, dann haben wir hier nochmal Papiertüten. In normal Kraft. 3 Stück. Oh, Glitterpapier. Nee, das sind auch Tüten. 2 Glitzertüten. Ich glaube, jetzt, oh, es fängt schon an. 2 Stück. Das glitzert ja, das ist ja der Hammer, ne? So, dann haben wir hier noch mal hier auch noch mal Glitzerpapier. Einmal in Gold. Das ist, glaube ich, zum selber kleben.
Ja, einmal dieses Türkis, das finde ich total schön. Und einmal hier Tierfarbe. Ich glaube, das ist selbstklebend. Wenn es selbstklebend ist, kriege ich es jetzt gerade nicht hin. Aber ich werde euch berichten. So, dann habe ich hier noch ein Center-Papier-Block. Oh. Moment, jetzt wird es etwas größer hier. Oh, ich sterbe. Dann haben wir hier nochmal so Streifen. Einmal in Gold, das Grün, Pink und Silber. Die beiden Farben zusammen, das ist das. Und das Weihnachtlich, das sieht ja wohl total Hammer aus. Das ist auch wieder so hinten so. Und deswegen gehe ich da einfach von aus, dass das selbstklebend ist. Also es ist. Ich will es jetzt nicht kaputt machen. Ich guck noch mal in Ruhe. Oh, das ist ja super. Da hat sie dann direkt drauf geklebt, von was die Papiere sind. Das finde ich schon mal sehr klasse. Also jetzt guckt euch mal das Papier an. Ah, ich breche ins Essen, ist das geil. Ist das nicht hübsch? Okay, sind einseitig. Denn hier einmal das Pinke. Das ist auch total hübsch. Oh, ist das nicht klasse? Also die könnte man ja alle einzeln ausschneiden, ne? Aber toll. Und dann haben wir hier noch die reitenden Weihnachtsmänner auf den Zuckerstangen. Und einmal dieses hier. Das ist echt tolles Papier. Ja, da kann man nichts zu sagen. Dann, heiliger Bimbam. Ist ja auch wieder drauf geschrieben, was es ist. Das sind alle Schachteln. Das ist ja wohl mal cool. Tags und Schachteln. Und ganz viele. Ich lasse die mal. Moment, da muss ich die hier oben mal eben abmachen. So. Das Licht wird hier gerade wieder ganz klasse. Draußen ist schon wieder dunkel wie im Bebenpopo. Ja, okay, machen wir weiter. Jede Menge Text auf alle Fälle. Ja. Da kann man reichlich Geschenke mit einpacken. Hier auch, das sind Geschenkverpackungen. So könnt ihr das sehen. Ne? Hier sind die Ausstanzungen. Ja. Dann haben wir hier einmal durchsichtig, halbdurchsichtig. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich komme nicht drauf. Aber ich werde es euch dann noch berichten. Das ist auch ein tolles Muster hier. Die Punkte finde ich ja wohl mal mega klasse. Vellum? War das Vellum? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Dann haben wir hier einmal Buchstabensticker. In Gold und Silber.
So kann man es erkennen. Gold und Silber. Immer abwechselnd. Einmal und noch einmal. Dann haben wir jetzt hier praktisch das Papier, was wir hier eben, was hier dieses Durchsichtige haben wir jetzt nochmal in, ja, nicht durchsichtig, im Papier. Ja, da muss mir dann wohl auch noch eine Menge zu einfallen, würde ich mal behaupten. Mit den Aufkleber wieder drauf. Oh, ja. So. Dann habe ich hier noch jede Menge Cardstock. Und zwar einmal dieses Lila. Ich guck mal eben. Ne, steht nicht drauf. Mach die mal eben im Schnelldurchlauf. So, haben wir hier einmal so ein, ja, so ein Creme. Hier oben steht übrigens, da steht eine Nummer. Pudding nennt sich das. Pudding. Okay, Farbe Pudding. Dann einmal Grau. Dann dieses Rot. Kommt jetzt so ein bisschen pinkig rüber, ne? Ne, Rot. Dann Grün. Und einmal dieses Lila. Wobei ich dann wieder sage, ne, dieses Lila und das Pink, ne, das ist eher so Pflaume, sag ich jetzt mal, Aubergine, das passt ja nun auch schon wieder total klasse zusammen. Dann, wow, Herbst, wunderbar. Ich weiß gar nicht, wo ich mit anfangen soll. Oh, das ist ja. Da haben wir einmal dieses hier. Ich muss mal eben gucken. Kann man das ausstanzen? Nee. Alles so, ja, Streifen drauf halt. Aber, ja, ist das nicht süß? Und der Fuchs. Ja, ist einmal dieses. Das ist übrigens einseitig. Dann haben wir einmal dieses Papier hier. Dann ist es auch in so einem zarten, ja, ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe ist. Kein Rosa, kein Pink, kein Orange. Aber nicht schlimm. Das ist auch einseitig. Peach. Anders Peach für sich. Haben wir einmal hier mit den ganzen Blättern. Oh, ist das toll. Aber das ist wieder so riesig. Und da macht man ja wieder nichts dran kaputt machen. Denn hier einmal. Gott, die ist so niedlich. Ja, haben wir ganz viele. Oh, ganz viele verschiedene Borden hier wieder. Dann einmal schlicht in Anführungsstrichen. Einmal diese Karos hier. Ganz dezent übrigens, so von der Deckkraft, von der Farbintensität. Intensität. Und dann haben wir hier noch mal eben die Blätter. Also von der Leuchtkraft, von der Farbe her. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ich meine, das leuchtet. Das ist eher dezent zurückhaltender. So, jetzt geht's los. Jetzt springe ich gleich richtig im Dreieck. Oh, das Weihnachtspapier. Ihr Weihnachtspapier. Ja. Von Paper Basic gibt es nämlich dieses Jahr Weihnachtspapier. Das hat sie, haben sie selber erfunden. Sagt man das? Erfunden? Designed. Designed. So. Und ich hatte ihr gesagt, dass ich mich in eine Variante ja schon total verknallt habe.
Weil es ist nicht wie alle anderen rot-grün. Nein, es ist pink-türkis. Ja. Ich hoffe, die Farben kommen jetzt auch wirklich so rüber, wie sie sein sollten. Und das Papier ist so toll. Machen das mal eben. Von, seht ihr, das glänzt auch richtig schön. Also es ist wirklich traumhaftes Papier. Einmal dieser. Dann haben wir hier diese wunderschönen Schneeflocken oder Kristallsternchen. Auf der anderen Seite die Zapfen. Und das ist, ja, das ist so glatt, richtig glatt ist das Papier. Das ist eher so ein bisschen angeraut und das ist so, ah, ich habe eine Marmel, ich weiß. Dann haben wir hier einmal die Sterne in Türkis und auf der Rückseite Holzoptik, auch in Türkis. Und ihr seht, dass das glänzt richtig. Dann haben wir noch einmal mit diesen Schneeflocken und die andere Seite ist Holzoptik in, ja, so wie man sich halt Laminatfarbe vorstellt. Bräunlich, gräulich so. Dann einmal diese welche. Die Rückseite sieht so aus. Dann haben wir hier Sternchen. Das ist ja mal ein krasses Grün. Nee, das passt nicht so wirklich. Das ist auch wieder so foliert, würde ich sagen. Nee, das ist das falsche Wort dafür. Aber total. Fühlt sich total schön an. Dann einmal hier die Häuser. Die sind rot mit Türkis. Ist auch total schön. Und auf der Rückseite rot. Ist das eher rot oder eher pink? So ein Rot-Pink, ne? Von der Mütze. Auf alle Fälle so. Ich lasse das mal so liegen. Dann. Oh, oh. Guckt euch die an. Sind die nicht süß? Guckt euch diesen kleinen Bunny an. Und den Waschbären. Dann haben wir hier. Lasst ihr mal so liegen. Dann haben wir hier Schneemänner. Und die Bären. Handschuhe. Und Bonbons. Hier Herzen. Und einmal andere Herzen. So an der Schlange lang geschlängelt. Dann haben wir noch dieses Papier hier mit den Herzchen. Und so. Das sieht so hammer aus, das Papier. Das ist wieder dieses Rosa. Und hinten schlicht Grau. Also schlicht grau mit Punkten. Dann einmal das Türkise hier. Den Regenwolken. Auf der anderen Seite grün. Grüne Blümchen. Dann haben wir hier die Pfeile. Auf grau. Und einmal pinke und graue Pfeile. Oh Gott, Pfeile. Dann
Dann haben wir hier noch so Blätter, herbstlich. Ein bisschen und hier. So. Und jetzt kommen wir zum letzten. Das ist einmal hier grün-türkis. Und auf der Seite ist es türkis mit weißen Punkten. Also ihr seht, es ist wieder eine Masse. Tolles, tolles Papier. Eigentlich alles toll. mein absolutes Highlight, die hier. Und wo sind meine Stempel? Da. Stempel und über das Papier geht gar nichts. Also das ist echt, das ist mega klasse. Ich würde sagen, ich habe wieder was zu tun. Und zwar reichlich. Kann man ja schön dazu verwenden. Ja, wunderbar. Ja, das war's dann für heute. Ich müsste jetzt eigentlich noch für Lovkina 3 Minuten und ein paar Zerquetschte machen, weil sie wollte ja gerne wieder ein Video über 30 Minuten haben. Ich schaffe es nicht. So ein Mist aber auch. Ich könnte euch jetzt noch zeigen, was ich noch gebastelt habe aus dem vorigen Designer-Paket, aber nee, das ist eigentlich noch zu früh. Also, Lovkina, sorry, es fehlen ein paar Minuten, aber spielt ja auch keine Rolle. danke für dieses Paket. Ich werde wieder tolle Sachen draus basteln. Link zum Shop verlinke ich unten, selbstverständlich. Und danke, 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 Petra. Ich werde eine Menge Spaß haben. Bis dann. Tschüss.